Und Moy. Und wieder Berton. Das ist das Tor. 1:0. 13. Spielminute. Elliot Berton also mit dem Führungstreffer zum 1:0. Aber einen großen Anteil hat da John Fritsche nur schon vorher mit seinem Effort an der Bande. Die Scheibe war dann kurz verloren, aber Berton hat sie zurückgeholt. Tyler Moy dann mit dem Zuspiel. Und die Schiedsrichter werden sich die Szene hier diese noch einmal anschauen. Und dann kommt hier Stolberg und er trifft zum Ausgleich. 1:1. Arno Jacquemin kann ihn daran nicht hindern. Viktor Stolberg jetzt also mit seinem 5. Tor. Und das in der 15. Spielminute. Führung der Genfer hat also nicht lange angedauert und der Torschütze der Genfer, Berton, hier auch im Einsatz auf dem Eis. Jetzt gibt es aber ein Minus. Deklu bezwungen. Zuvor entscheidend das Duell Jacquemin gegen Stolberg, das der Freiburger Topscorer. Omark. Wieder Vermin. Tor. 2:1 Führung für Genservets. Auf diese Scheibe schien noch abgelenkt worden zu sein. Joel Vermin. Zuletzt 5 Spiele in Folge ohne Punkt. Ein Punkt ist ihm jetzt hier sicher. 86-7 Topscorer. Und er wird auch bestätigt als Torschütze. Falls noch ein Freiburger. Ja, tatsächlich. Jablanal, nein, nicht Jablanal. Shabaya mit dem Stock lenkt diese Scheibe noch ab. Und deshalb dann für Reto Berra unhaltbar. Miranda. Und das Tor zum 3:1. Tyler Moy. 22. Spielminute. Und das wieder. Ein schnell vorgetragener Angriff, direkt gespielt. Miranda und dann auch ein bisschen Glück bei den Genfern mit dabei. Denn das war so nicht geplant, dieser Ablenker von Smirnovs. Und er hat dann Di Domenico. Der Abschluss von Gunderson und das ist das Tor. Zum 2:3 aus Sicht der Gäste. Ryan Gunderson stellt den Eintorrückstand wieder her. Und das in der 31. Spielminute. Kurz nach Spielhälfte also. Hier Di Domenico mit der Vorarbeit. Und auch hier abgelenkt. Smons ist es. Ähnlich also. Jetzt nicht von der gleichen. Rossi. Wieder Herren. Und das ist das Tor zum Ausgleich. 3:3. Und wie schon so oft in diesem Spiel, auch bei diesem Tor noch ein Ablenker. Herren mit dem Abschluss. Dann mal auch noch Stolberg vor dem Tor. 89-27-18. Nein, es war sogar Di Domenico. Nein, Bykov. Andrei Bykov. Ein Erfolg. Und jetzt ja, also Noah Roth. Und er trifft ebenfalls. Genservets hat die Hand am 2. Punkt heute Abend.